Achillessehnenentzündung, Fersensporn, Hakel und Ferse. Genau um diese Themen geht es in diesem Video und ich weiß, dass diese Thematik für meinen Kanal absolut untypisch ist, aber da ich seit langer Zeit mit diesen Problemen zu kämpfen hatte und jetzt eine so bahnbrechende Lösung gefunden habe, da habe ich es mir nicht nehmen lassen, trotzdem, auch wenn dieser Kanal sich normal nicht mit diesen Dingen beschäftigt, hier zu zeigen, was ich herausgefunden habe. Und kurz, wie es bei mir dazu gekommen ist, ich bin seit 23 Jahren Langstreckenläufer, ich habe mit 13 angefangen und ziehe das bis heute durch. Ich laufe Distanzen, ja, so bis an die 30 Kilometer, also hauptsächlich Halbmarathon, auch Bergläufe. Und ja, es kam dazu, vor 5 Jahren ist das circa angegangen und sind diese Probleme zum ersten Mal aufgetreten. Achillessehnenentzündungen auf allen beiden Seiten, wirklich brutal, laufen war fast nicht mehr möglich, hab dann trotzdem immer weitergemacht, immer gedehnt und so weiter, so gut es ging. Und ja, bin bei Ärzten gewesen, da habe ich nicht wirklich Lösungen bekommen, da hieß es ja, okay, wenn gar nichts mehr hilft, dann und das Messer, aber dann kann man nicht genau sagen, ob das jemals wieder richtig funktionierend wird, und hab dann nichts gemacht in dieser Hinsicht. Und natürlich das Internet durchsucht mit allen Möglichkeiten, die es gibt. Ich glaube, ich kenne jedes Video auf YouTube, auf Englisch und Deutsch, das sich irgendwie mit diesen Problemen beschäftigt. Es sind dann bei mir auch wirklich an der Fersenrückseite große Überbeine gewachsen, also sozusagen eine Hakelundferse. Und das wurde dann noch schmerzhafter als überhaupt die Achillessehnenentzündung, die da vorangegangen ist. Ich konnte zum Beispiel meinen Fuß mit der Ferse nicht mehr ausgestreckt auf den Tisch legen. Ich konnte da gar nichts mehr, keine Berührung mehr haben hinten an der Ferse, so weh hat das getan und so entzunden war das. Ja, und kenne natürlich auch alle Videos von Liebscher und Brach, die sind toll, das hilft auch teilweise, weil man diese Dehnübungen wirklich regelmäßig durchführt, und da war ich wirklich fleißig, aber das Problem war einfach nicht gelöst. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich dachte mir, das bekomme ich nie mehr wieder los in meinem Leben, wenn ich weiterlaufe. Und da ist mir etwas eingefallen. Das ist jetzt noch gar nicht lange her, das war jetzt circa zum Jahreswechsel 2020 auf 21. Da ist mir eingefallen, dass wir, als ich ein Kind war, da hat sich mein Vater mal, das gab's damals in Deutsch aufs erste Mal, der hat so eine Trainingsvideokassette bestellt von einem sogenannten Tony Little. Das ist einer, der im Bodybuilding richtig erfolgreich werden wollte, war auch auf dem besten Weg, hatte dann aber einen schweren Autounfall und konnte dann nur noch Übungen machen, die ja einfach sind, nicht gelenksbelastend. Und das hat er dann einfach den Leuten gezeigt, weil er große Erfolge damit hatte für die Gesundheit und so. Und der wurde dann eigentlich in dieser Szene weltberühmt. Ich habe diese Videokassette jetzt hier noch vor mir. So sah das aus. Und mein Vater hat das vor einigen Jahren mal auch auf DVD gebrannt. Und habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt schon nichts machen kann, laufen, weil alles wehtut, ich versuche jetzt mal wieder dieses Trainingsprogramm, und das war speziell vom Bauch abwärts, also da ist der Hintern dabei, da sind Innen-, Außenschenkel-, Wadenmuskulatur, und auf einfachste Art und Weise Übungen in Workout-Format, also man ist richtig erledigt danach, dauert aber nur wenige Minuten, das durchzuführen. Und da habe ich mir gedacht, das versuche ich jetzt einfach zu machen, habe ich dann getan, und ob du es glaubst oder nicht, nach der zweiten Anwendung waren die Schmerzen in meinen Fersen und in den Achillessehnen so gut wie weg. Das ist jetzt keine Heilaussage, das ist kein Versprechen, ich kann dir nur sagen, wie es mir ergangen ist, aber das war für mich jetzt so bahnbrechend, dass es unglaublich ist. Also es ist wirklich fast weg, ich kann wieder laufen, so viel ich will. Ich achte natürlich auch darauf, immer zu dehnen, also ich empfehle auf jeden Fall so die Dehnungsübungen von Liebscher und Bracht. Das gehört unbedingt ergänzend dazu, das mache ich auch regelmäßig. Aber diese Übungen, ich glaube, es hat einfach daran gelegen, und ich glaube, dass das bei vielen Menschen der Fall ist, dass da muskuläre Disbalancen da waren. Da geht es zum Beispiel, den Innenschenkel, den habe ich überhaupt noch nie trainiert. Ich gehe ganz anders, ich habe einen ganz anderen Gang jetzt, und das war so effektiv, dass es unglaublich ist, und darum wollte ich dir das jetzt auf keinen Fall vorenthalten. Und das Geniale ist, du brauchst dir das nirgends kaufen, weiß gar nicht, ob es das jetzt in DVD noch gibt oder online, denn das ist jetzt 30 Jahre her circa. Ich habe die englische Version auf YouTube gefunden.
Sie ist zwar auf Englisch, ich habe dir dieses Video auf meinem Blog eingebunden, das siehst du hier. Hier siehst du den Tony Little von damals. Der erklärt dir zuerst die Übungen, das sind nur 4 oder 5. Und dann geht's ins Aufwärmen und dann geht's mit dem Workout los. Und ich kann dir jetzt nur eines raten. Das ist natürlich auf YouTube, dieses Video, und da ist Werbung eingeschaltet. Und da kann dir passieren, dass unter deinem Workout plötzlich eine Werbung kommt. Darum rate ich dir, schau dir das mal alles zuerst an. Schau dir diese einfachen Übungen an. Schau dir an, wie der Workout funktioniert. Und dann lerne das einfach auswendig. Das ist ja wirklich easy. Das sind 4 oder 5 Übungen. Und dann mach das einfach in der Zeit, die für dich die richtige ist. Der Tony Little, der beginnt mit Einsteiger, dann kommt Fortgeschritten und dann kommt Meister. Und ja, ich bin eigentlich jetzt bei Fortgeschritten stehen geblieben, das reicht für mich. Wenn du dann noch Meister machen willst, dann mach das auch. Aber bei mir, ich habe alles super unter Kontrolle im fortgeschrittenen Bereich. Und meine Probleme, wie gesagt, die sind weg. So gut wie weg. Also ich kann auf jeden Fall wieder alles tun, was ich möchte. Ja, so ganz wichtig, lern das dann, mach das vorm Fernseher, ohne das Video, das kannst du dir beim Tatort oder was auch immer du dir anschauen willst, kannst du diesen Workout machen, der dauert nur, ich glaube, so um die 9 Minuten, dann hast du wirklich vom Bauch abwärts alles trainiert. Und ich würde mich auch freuen, wenn du mir dann deine Ergebnisse zeigst, vielleicht hilft das auch den einen oder anderen, ich bin überzeugt, aber wie gesagt, ich darf hier keine Heilaussage machen, bei mir hat es Wunder bewirkt, versuche es und mich würde wirklich freuen, wenn du Ergebnisse hast, unten in die Kommentare, würde mich sehr freuen. Ja, den Blogartikel, ich habe auch meine Tipps, die ich dir jetzt in diesem Video schon mehr oder weniger gegeben habe, die habe ich hier dann auch noch drunter gepackt und dieser Blogartikel mit dem Video von Tony Little, den Link, den packe ich dir auch unter das Video, einfach draufklicken und dann kannst du dir das mal in Ruhe ansehen. Das war's, würde mich freuen, wenn es dir hilft, so wie es auch mir geholfen hat. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir ein Gefällt mir, hinterlass mir auch gerne einen Kommentar und abonniere meinen Kanal und betätige die Glocke, da bekommst du eine Benachrichtigung, wenn wieder ein neues Video kommt. Wie gesagt, ich gebe gern Tipps in verschiedenen Richtungen, ob es im Gesundheitsbereich jetzt so weitergeht, kann ich nicht sagen, aber das war mir jetzt wirklich ein Anliegen, weil es mein Leben wirklich so positiv verändert hat und ich wieder laufen kann, dass ich meinen heiligen Sport für mich wieder durchführen kann. Also das war's, wir sehen uns im nächsten Video.